So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja. Hiermit ein herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. Boah. Wer kriegt denn nach so einem Intro nicht richtig Bock auf dieses Spiel? Und wenn es ein viertes oder fünftes Mal ist, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das mega gut. So, wir fahren jetzt einfach mal fort. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt. Doch sie blieb ungreifbar. So, das Spiel hat sich gefangen. Wir sind unterwegs zu dieser Burg. Und zwar folgen wir immer noch einer Spur, die uns zu Yennefer bringen soll. Wie sieht's denn aus? Ja. Den Hauptmann oder sowas soll man fragen. Dann gehen wir einfach mal rein und schauen schon uns den Spaß mal an. Von der Fiat-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg-Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen.
Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! So, wir beschränken uns hier natürlich nur auf die Hauptstory. Alle anderen Quests und Nebenquests, die es so zu machen gibt, da werden wir nur das Nötigste machen. Na, andernfalls würde es hier ja gar kein Ende mehr finden, quasi. Hiermit möchte ich nochmal erwähnen, dass ich durch die ein oder anderen Kommentare, oder eher gesagt eigentlich durch alle Kommentare, der Folge 1 natürlich mich dazu entschlossen habe und auch sehr dankbar bin für die Kommentare, für euer Feedback, und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und diese mega geile Story, schaut euch mal die Steine an. Das sieht aus, als würde das wirklich Stein für Stein aufgesetzt worden. Dabei ist es nur, sind das nur Texturen. Aber sieht mega gut aus. So, also, eure Kommentare haben mich auf jeden Fall dazu verleitet, das weiterzumachen, und haben mir nochmal richtig Lust auf dieses Spiel gegeben, einfach weiterzuspielen, beziehungsweise noch einmal zu spielen, und das mit euch. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. So, ich habe noch was vergessen. Ich muss jedes Mal hier prüfen. Back. Manchmal stellt er das um. Du läufst mich doch an. So, der Typ ist da oben auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Ich weiß das. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Jo, ich kann es nicht leugnen, ne? Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? So, ich glaube, ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm.
Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Es so und Jagden. Spielerisch. So. Unsere Waffe mal ein bisschen aufwerten, ne? Schon von der Zriheck-Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Er ist Anderling. Ea Igluir. Nordling. Alas Kurtuianessa. Armen Feld. Es war die Sette. Es war Morph. Die Pest. Es war die Sette. Igluir in Herzherr. So, also. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Alles klar, dann machen wir das als erstes. Hui, was ist hier los? Achso, schnell reisen. Ich glaube, das kriegt er nicht hin. Na komm. Und hopp. Jawohl. Es Sege in Avian. Im Galopp. Deshalb die Musik. Das ist zum Beispiel auch das Geile so an diesem Spiel. Da kommt irgendein eine Situation in sich, wie hier in dem Fall ein Kampf würde bevorstehen, würde ich mich darauf einlassen. Und die Musik ändert sich sofort, atmosphärisch. Und das macht das Spiel so hammermäßig aus. Diese ganze Atmosphäre, die alles hier eingefangen wird durch die Musik, durch die Leute, die rumlaufen, durch die Gespräche, denen man lauschen kann. Hier, diese. Hier, sowas zum Beispiel. Er sitzt da, ruft drüber, das ist eine Quest, hier, Hilfe einem anderen Reisenden, bla 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 und so Sachen. Das macht es einfach richtig, richtig atmosphärisch. Einer der größten Pluspunkte, meiner Meinung nach, von The Witcher 3. Hier, da unten liegt einfach mal was Totes. So, jetzt können wir hier wieder in Galopp. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Das ist echt nicht schlecht. So, Moment. Bevor wir weiterreiten. Langsamer. Zack. Ja? Tumira, das ist sie doch. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen.
Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Leb wohl. Habe ich denn ja überhaupt Schwalbe dabei? Ich weiß gar nicht, ich habe ja Haufen Zeug. Das habe ich natürlich dadurch, dass ein neues Spiel Plus ist, da habe ich die, meinen Speicher von der vorherigen, von meinem vorherigen Spielstand habe ich so übernommen quasi. Also den Geralt habe ich übernommen aus meinem bisherigen Spielstand und fange jetzt mit ihm ein neues Spiel Plus an. Da sind ein paar andere Sachen dabei. Ich kann es nicht genau sagen, was das alles ist. So, Donner, Schwalbe. Da, ist doch Schwalbe. Kann ich dir das nicht geben? Ja? Da, geht doch. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Tja, nebenbei auch gerade mal eine Quest beendet. Wo ist mein Pferd? Ach da. Heya! Heya! Oh, 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 was macht er da? Weiß und Blut, ein Buch. Jetzt hängt er hier fest. Unfassbar. Los! So, links neben der Karte könnt ihr die Entfernung sehen. Das sind Schritte in dem Sinne. Wie weit das noch entfernt ist. 80, 70, 60 und so weiter. So kann man sich ein bisschen dran orientieren, wie weit das noch weg ist. Ups, sorry. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. So, verwende deine Hexersinne, um den Jäger zu finden. So, hier werden irgendwo Spuren sein. Man kann die auch schon leicht erkennen, wenn ich jetzt die Hexersinne anmache. Zack. Da sind sie. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. So, jetzt machen wir nämlich einen auf Detektiv. Und da gibt es auch einige sehr geile Quests, die das ein auf Sherlock Holmes quasi. Die sind richtig geil, auf jeden Fall. Viele, viele, viele Missionen, in denen man die Hexersinne braucht. Und manche von denen sind extrem gut. So, hier durch die Hexersinne kann ich auch hören, was da so abgeht. Da hinten ist auf jeden Fall irgend so ein Vieh. Ich vermute jetzt aber nicht... Ah, da ist Mislav. Ich vermute jetzt nicht, dass das der Greif ist. Bist du Mislav? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen.
Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Klingen sind nicht das Problem, sondern die Zeit. Ich hab's eilig. Kann ich dir nicht vorwerfen. Dann komm, ich zeig's dir. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ja, sehr optimistisch, der Kerl. Folge dem Jäger. Der Wind. Der Wind, das Wackeln der Bäume. Ja, das sieht ein wenig künstlich aus, aber hey, die wackeln. Wo hast du das? Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Ah, da geht's weiter. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Klar, es ist nicht sonderlich schwer, wenn die Fußspuren so extrem rot markiert sind und man quasi nur noch dicken Markierungen hinterherläuft. Aber am Ende ist es immer noch ein Spiel. Ne? So, und es ist schwierig, sowas in einem Spiel natürlich umzusetzen, jetzt alles voller Fußspuren zu machen und die Textur nochmal zu ändern. Da macht man das lieber so. Ich finde das okay. Und? Das kann ich jetzt nicht tun. Warum nicht? Was läuft denn da hinten rum, ey? Das hört sich ein bisschen gefährlich an. Kann man irgendwas erkennen? Nein! Und warum? Weil der Wald so dicht ist. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. So, nichts für schwache Nerven. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein.
Das hier. Sowas. Wunden untersuchen. Aufpassen. Einfach jetzt nur die Atmosphäre. Ja, genießen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Er könnte natürlich auch einfach weitermachen, ne? Aber wir wollen es natürlich auskosten. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Natürlich macht Geralt von Riva auch mit seiner Synchronstimme das Übrige, also die Atmosphäre abrunden quasi. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Es scheint ganz schön windig zu sein hier. So, Achtung. Das Beste. Wir rufen jetzt unser Pferd und achtet auf die Karte. Plong! Da ist er. Ich finde das so geil. Und das Geilste sowieso ist, dieses Pferd heißt Plötze. Und es kann immer wieder ein neues sein, das ist vollkommen egal. Geralt nennt seine Pferde immer Plötze. Beweg dich! Oh, ein Bär. Schon, komm näher. Ja, eigentlich hätte mir nichts getan, ne? Im Prinzip hat er sich ja zurückgezogen und ich habe ihn dann provoziert, indem ich nicht weggegangen bin. Ne? Könnte man meinen, der war jetzt einfach nur weg, weil das Spiel verbuggt war oder sonst irgendwas. Hier, was ist das denn? Eine Hütte. Mitten im Wald. Ein verlassenes Dorf. Komm jetzt. Schneller. Naja, hier haben wir jetzt wenigstens einen Wegweiser für die Schnellreisen. Eine Herde von Rehe. Geil. Einfach nur geil. So, meine Grafikmods lassen die ganze Gegend auch ein bisschen düsterer wirken. Das war auch so ein bisschen mit Absicht, weil das ganze Spiel ist nicht so fröhlich, wie die Originalgrafiken es einfach vermuten lassen. Also das hat mir von Anfang an irgendwie nicht gefallen. Es war viel zu farbenfroh. Und so sieht das alles echter aus und düsterer und das ist einfach, das passt wesentlich besser. Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-R. Geh weg! Guter Mann, dem gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klinik. Guter Mann, Meister Hexer. Ja? Was ist denn, Wolf?
bisschen Trash-Talk. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Stadtjunge. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ja, lauf einfach durch mein Pferd. Lauf, Plätze! Ja, perfekt ist natürlich nicht, ne? Er hat gezappelt und geschrien. Er hat aber einen ganz schönen Speed drauf, der Wesemir. Guckt euch das mal an. Alter Falter, ey. Da komme ich ja selbst mit meinem Pferd nicht hinterher. Komm. Okay, mein Pferd ist vielleicht doch ein bisschen schneller, aber ey, das ist heftig, was für eine Geschwindigkeit der drauf hat. Komm jetzt. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Ich hab doch schon einen. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten.
So, Moment, Moment. Ich will nicht, dass er mein... Gut, ich hab meine Armbrust noch. Jo. Verdammt. Der ist schnell. Vorsicht, Sturzflut. Jo, oh, das ist so geil. Ich lauf ja schon. Was ist eigentlich mit Besimir? Der kann doch auch so schnell rennen. Habe ich nicht aufgepasst. Und er ist da. So. Nochmal. Da ist er wieder, Wesemir. Wohin eigentlich? Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. So, hier. So, jetzt nehmen wir erstmal den Kopf mit. So, man muss sich immer noch vorstellen, ich habe das Spiel auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Und trotzdem ist es nicht so einfach, weil die ganzen Mods es nicht einfach machen. Zum Beispiel, wenn ich einen Trank dominieren möchte. Dann stelle sich hin und hat eine Animation dafür. Und die hat er normalerweise nicht. Normalerweise wirkt das sofort, wenn man das auswählt. Und sprich, das macht es im Kampf schwerer, Tränke einzunehmen. Sprich, man muss erstmal irgendwo in Deckung gehen, sodass man nicht angegriffen werden kann, um dann in Ruhe einen Trank einnehmen zu können, um vielleicht seine HP wieder aufzufüllen. Aber so an sich? Nee.
gerade gegen den Greif. Ich hab das gerade versucht, weil ich total vergessen habe, dass das so ist. Und dann stellt er sich da hin und versucht da so einen Trank zu sich zu nehmen, während der Greif neben ihm steht. Dann klatsche mir eine und zack, ich war tot. Ja, so schnell geht's. Ah, hier sind wir wieder. Seit wann ist die Leiche da? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Nochmal. Suchen wir erstmal den Geist, der vorhin abgehauen ist. Haben wir das meiste davon schon. Brauche ich alles eigentlich gar nicht aufnehmen. Das, was ich brauche, habe ich schon. Deswegen, neues Spiel Plus, da kann man sich ja eigentlich nur noch aufs Wesentliche konzentrieren, und zwar die Hauptstory. Nebenquest, aber in unserem Fall die Hauptstory. So, dann reiten wir mal weiter zu dem... zu dem Kollegen auf der Burg, zu dem Nilfgaard-Hauptmann, der nilfgaardischen Hauptmann, wie immer man das auch ausspricht. So, da sind wir schon. Die Sonne geht unter. Rechts kann man auch die Uhrzeit sehen, und was für ein Wetter gerade ist. 18.47 Uhr, klar. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich.
Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet, wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Wir sind ein guter Hexer. Wir müssten eigentlich mal mitzählen und gucken, ob es wirklich 15. Was hat er gesagt? Peitschenhiebe? Der Wind heult, ja. Heya! Diese Lichteffekte an. Guckt euch das an. Oha, setze. Langsamer. Wir reiten in den Sonnenuntergang. So wie Lucky Luke. Ich bin gern etwas langsamer unterwegs, so am Traben mit dem Pferd hier beispielsweise, durch das Dorf, einfach, weil das meine Reise ist. Warum die ganze Zeit durch die Gegend schnell reisen beispielsweise, wenn man hier einfach auch hinreiten kann? Um einfach das Spiel zu genießen, so wie es ist, so gut wie es ist. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Keine Katze mag mich. Da sitzt er. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder.
Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Brutal. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Wie ein Mann! Autsch. Na komm schon. Sieht hier drin nix. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! Ist einfach am Kotzen, der Typ. So viel zum Thema raushalten. Gott, ist das geil, das Spiel. Na los, unfassbar. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz... Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt.
Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Was ist denn mit seinen Haaren los? Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Nach der Audienz. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yenn tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen.
Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der La Valette niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Sie war eher eine alte Bekannte. Nicht so nah, dass ich sie betrauert hätte. Nah genug, dass ich weiß, dass sie es verdient hatte. Er glaubt, er allein wüsste, was gut und was böse ist. Und das gäbe ihm das Recht, Gerechtigkeit zu wirken. So hat dein Kollege Leto von Guleta dich beschrieben. Recht präzise, würde ich sagen. Mein Kollege, euer Agent. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Nun, diese Allianz ist unwiderruflich vorüber. Ich habe Leto in Loch Muin getötet. Davon hörten wir. Umso besser. Das hat unseren Agenten schwierige und schmutzige Arbeit erspart. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier beantwortet habe die ganze Zeit, aber ich glaube, das waren Fragen zu den vorigen Teilen von The Witcher, die ich leider auch noch nie gespielt habe, aber... Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ein Jammer, dass wir keine Zeit haben. So. Speichern wir mal.
An dieser Stelle mache ich auch Ende, bevor es dann zur Audienz geht. Da sehen wir dann bei der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hier bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten. Wünsche noch viel Spaß. Und danke fürs Zuschauen und fürs Einschalten und fürs Zuschauen und fürs Einschalten und fürs Zuschauen und dass ihr da wart. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.